Abstandsregelung, Behelfsmaske, Covid-19, Desinfektionsmittel, Einschränkungen, Fallzahlen, geschlossen, Hygienebestimmung, Impfstoff, Johns Hopkins Universität, Krise, Live-Ticker, Maßnahmen, Neuinfektionen, Online-Angebote, Pandemie, Quarantäne, Risikogruppe, Symptome, Test, Untersuchung, Virus, Warnung, exponentiell, YOLO, Zahlen. Ein Wort, eine Situation, die mich nervt, zu jedem Buchstaben des Alphabetes. Mein ganz persönlicher Corona-Klagepsalm. Heute will ich klagen, obwohl ich objektiv betrachtet dafür eigentlich gar keinen Grund habe. Ich bin gesund. Ich habe ein wunderschönes Zuhause. Meine Freundinnen und Freunde kann ich auch online sehen und mich mit ihnen austauschen. Trotzdem, heute bin ich griesgrämig, müde und unwillig. Es reicht. Diese Corona-Zeit erscheint mir wie ein langer Weg, von dem wir schon so viel hinter uns gebracht haben und trotzdem geht er immer weiter. Kein Ende in Sicht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich kann alle Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung gut mittragen. Ich finde sie sinnvoll und richtig. Aber mir fehlen meine Arbeit und die verschiedenen Gruppen und Menschen sehr. Mir fehlen richtige Gottesdienste mit Gesang und tollen Aktionen, die vielen Gespräche und Geschichten, dass man auf andere ganz offen und unbedarft zugehen kann. Ich will auch nicht länger abwarten. Warum dauert das so lange? Heute fällt mir auch kein frommer Spruch, kein Bibelwort ein. Aber zufällig bin ich auf eine Geschichte gestoßen. Sie stammt aus einem meiner Lieblingskinderbücher, Momo. Und das bringt mich zum Lächeln, weil ich daran denke, wie ich mich gefühlt habe, als ich es gelesen habe. In der Geschichte von Momo erzählt ihr Freund Beppo, der Straßenkehrer, ihr von seinen großen Gedanken. Weil sie ihm so gut zuhört, findet er die richtigen Worte. Siehst du, Momo, sagt er dann zum Beispiel, es ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Und dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist gar nicht aus der Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, das ist wichtig. Beppos Gelassenheit und Vertrauen, das wünsche ich mir heute. Oder, um es mit Jesus zu sagen, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Amen.